und willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Wir sind gerade in diesen Wald gefahren. Genau, ich sollte schön aufpassen hier jetzt. Weil irgendwie der Wald ist in der Tat, wirkt auf mich auch nicht ganz koscher. So ganz gut, schön. Als ob da gleich irgendwie was irgendwo hinter sonst was hergesprungen kommen könnte. Oder dass der Baum umfallen könnte oder sonst was. Ich sollte nicht so panisch sein. Okay. Man sieht mich uns hier jetzt nicht mehr so unbedingt. Das finde ich irgendwie beunruhigend. Ah. Was ist bloß? Was ist los? Warum sind wir plötzlich am Waldrand? Was sollen wir tun? Nochmal reinfahren. Anscheinend war das nicht der richtige Weg. Ist ja ätzend. Man musste anscheinend, anscheinend ist das so eine Art Geisterwald und ein paar Wege teleportieren einen dann plötzlich wieder ans andere Ende. Okay. Seltsam. Dann muss ich gleich vielleicht an der Abzweigung nach links oder so. Also die Geschwindigkeit kann ich hier auf jeden Fall nicht drosseln und nix. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Nicht so wirklich, ne? Ich kann hier irgendwas notieren und so ein Krams, aber... Achso. Genau, jetzt lege ich den Schalter mal um. Gerade sind wir nämlich rechts rumgefahren. Jetzt fahren wir mal links rum da und dann schauen wir mal, ob das jetzt besser läuft. Und wir nicht wieder plötzlich aus dem Wald rausfahren. Bisher sieht es ja ganz gut aus. Also erstmal nach links ist anscheinend richtig. Ich passe hier mal besser auf das Ding auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da gleich wieder was passiert. Was ist das für ein Zeug hier? Dieses Glitzer-Glitzer-Zeug. Wahrscheinlich, weil der Zug irgendwie... Es ist ja irgendwie so ein göttlicher Zug, ne? So war das ja. Ich lasse es jetzt mal auf rechts eingestellt. Weil man kann die einfach nicht... Ich kann ja nicht wissen, welcher der richtige ist. Ich lasse das jetzt mal auf rechts und hoffe, dass es hier weitergeht. So nach dem Motto links, rechts, links. Aber das war offensichtlich falsch. Wir müssen überlegt vorgehen. Ich gehe doch überlegt vor. Aber es ergibt eigentlich keinen Sinn, immer nach links abzubiegen. Finde ich. Persönlich. Also gut, und nochmal. Ja, wir haben jetzt so viel zu tun. Weiß nicht, ich könnte euch ja was aus meiner Lebensgeschichte erzählen. Wenn mir nur was einfallen würden. Keine Ahnung. Ich nehme bald einen Ferienjob an. Also in der Buchhandlung. Bücher an Schulen ausliefern und so, die ganzen neuen Schulbücher. Ich bin ja jetzt durch mit der Schule und mein Studium fängt aber ja auch erst im Oktober an. Wenn ich den Studienplatz bekomme, aber davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Ja. Hä? Sag mal, ich bin doch gerade nach links abgebogen, oder? Also irgendjemand will mich hier doch jetzt verarschen, oder? Was ist das denn jetzt? Das hieß doch nach links, dann nach rechts. Nee, nach links und dann wieder nach links, richtig? War doch gerade richtig. Sind hier irgendwelche Hinweise? Vielleicht sind die Bäume da, diese verkorksten Dinger, Hinweise. Okay, ich pass nochmal auf. Hier steht ein verkorkster Baum. Auf der linken Seite. Dann fahre ich jetzt einfach mal nach rechts. So nach dem Motto, die linke Seite ist schlecht. Vielleicht ist das ja das Rätsels Lösung. Okay. Das hat schon mal geklappt. Dann sind das vielleicht wirklich die Bäume. Okay, dann muss ich jetzt dringend auf den nächsten Baum achten. Gut. Jetzt habe ich das auch gecheckt, wie das geht, glaube ich. Wenn das nicht mal jemand sagt, so nach dem Motto, vielleicht solltest du auf die Bäume achten. Irgendwie sowas. Ich meine, das kann man ja auch nicht riechen. Normalerweise. Aber dann sollte ich jetzt auch nach rechts, weil links ist der böse Baum.
Dann fahre ich jetzt nochmal nach rechts. Und hoffe, dass es richtig ist. Es ist immer noch. Ich bin immer noch nicht entgleist. Und obwohl wir uns, werden wir immer schneller? Alter, wir werden immer schneller, kann das sein? Wir müssen wieder nach rechts. Der Baum steht wieder auf der linken Seite. Okay. Die wollen anscheinend, dass wir immer... Wir müssen immer schneller schalten jetzt. Jetzt werden wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen schneller. Da ist nämlich jetzt der auf der rechten Seite. Jetzt muss ich nach links. Gottes Willen. Die wollen mich doch alle ärgern. Hilfe. Nächster Baum, Baum, Baum. Und? Sind wir da? Wir sind wieder am Waldrand. Wir müssen überlegt vorgehen. What the heck? Ich bin überlegt vorgegangen. Habe ich gerade irgendeinen Fehler gemacht? Oh, Leute, das ist echt langweilig. Hey. Danke. Hä? Gibt's da noch irgendwas anderes, auf was ich achten muss? Stand der Baum irgendwie verkehrt herum? Das check ich nicht. Also... Ich achte jetzt auf alles ganz genau. Hier stehen auf der rechten Seite Bäume. Aber das sind ganz normal aussehende Bäume. Aber der ist böse. Und ich glaube, wenn die Bäume... Vielleicht zeigen die in die richtige Richtung mit ihren Ästen. Und jetzt hat auf jeden Fall nach links gezeigt und stand auf der rechten Seite. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich jetzt nach links muss. Und das erscheint auch gerade richtig. Okay, hier steht da ein Baum. Ja, da sind überall Bäume, das sind halt normale Bäume. Die haben halt nichts Besonderes an sich. So. Kommt jetzt irgendwie nochmal ein seltsam aussehender Baum? Da. Der zeigt nach rechts. Mit seinen Ästen und steht auf der linken Seite. Dann müsste das doch jetzt auch wieder richtig sein. Oh Mann, manchmal checke ich diese Zelda-Spiele einfach nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. So, und der nächste Baum steht auf der rechten Seite und zeigt nach links. Deswegen muss ich doch jetzt eigentlich nach links. Das ergibt doch Sinn, oder? Das ist doch dasselbe, das ist doch Schema F. Das ist doch wie gerade eben auch. Und der zeigt auch nach links. Und war auf der rechten Seite. Und an der Stelle bin ich doch gerade gescheitert, oder? Wieso? Ich habe nichts anders gemacht. Okay, dann gehe ich beim letzten Baum jetzt einfach mal in die andere Richtung. Aber das sah doch genauso aus wie die anderen Bäume auch, oder? Tut mir leid, dass das jetzt schon wieder so lahm wird hier, aber... irgendwie... ist mir das gerade ein bisschen zu hoch. Ich meine, das mit den Bäumen habe ich ja jetzt gecheckt. Aber warum das bei dem letzten immer nicht funktioniert, das checke ich gerade irgendwie nicht. Nee. Da steht einer auf der linken Seite. Jetzt muss ich nach rechts. Und ich bin gerade noch am Blättern. Zu Bildschirmfelder... Aber da steht nichts von wegen, nee, da steht nichts, zu dem Thema Bäume irgendwie, Wegweiser. Da steht nur, dass ich auf meine Umgebung achten soll und um irgendwas zu verscheuchen, soll ich das Ding hier benutzen. Aber das ist ja klar. Ja, also wenn ich das in diesem Part nicht lösen sollte, das Rätsel, dann muss ich irgendwo nachgucken. Oder es zu lange versuchen, bis ich es irgendwann mal schaffe. Der steht jetzt wieder auf der linken Seite, deswegen muss ich nach rechts. So, dann kommt der dritte. Bei dem klappt das auch noch. Bei dem vierten klappt das dann aus irgendeinem seltsamen Grund nicht mehr. Den ich noch nicht ganz verstanden habe. Obwohl ich finde, dass der Baum genau gleich aussieht. Okay. Da. Jetzt muss ich wieder nach rechts. Bei dem dritten klappt das noch. Richtig? Oder? Bitte? Oh, ich will nicht schon wieder an den Waldrand. Bei dem klappt das aus irgendeinem Grund nicht mehr.
Ich fahre jetzt einfach nach rechts. Oh. Und inwiefern hat das jetzt Sinn ergeben? Sah der Baum anders aus? Ich muss mir das beim Rendern, muss ich mir die Bäume nochmal ganz genau in Slow Motion angucken, was da irgendwie anders war. Das war ja jetzt seltsam. Komisch. Egal. Ich bin ja schon mal stolz auf mich, dass ich das mit den Bäumen überhaupt gecheckt habe. Ganz selbstverständlich ist das bei mir ja nicht. Ich bin manchmal bei sowas echt etwas schwer vom Begriff. Endlich sind wir durch. In dem Gestrüpp hätte uns jederzeit ein Ungeheuer anfallen können. Puh, laut Schiene müsste hier einer der Loco leben, aber wo genau? Weiß nicht, aber erstmal... Achso, hoppsala. So. Ah, komm. Da oben sitzt ein Vogel. Den kümmere ich mich gleich. So. Böser Vogel. Was wollte der von mir? Ich wollte jetzt eigentlich gerade gegen den Baum rollen und gucken, ob das dann irgendwas bringt. Kann ich ja immer nochmal machen. Vielleicht hat er irgendwas beschützt? Nö. Kann man nicht behaupten. Ach komm, mach weg. So. Okay, hier geht's anscheinend weiter. Dann gehe ich nochmal kurz ein bisschen weiter runter auf der Grasfläche. Und vor allen Dingen auch mal hier rüber, weil ich jetzt natürlich auch ein bisschen immer nach Schatztruhen und so Ausschau halten muss. Was hier halt sonst noch so gefunden werden kann. Man kann hier in dem Spiel ja auch Herzcontainer und so finden. Dann sollte man schon etwas aufpassen, schätze ich. Ah, da ist schon mal so eine Schatztruhe. Also nur mal eben gucken, wie ich da dran kommen soll. So, weg mit dir. Ich kenne das, dass man mit diesen Hühnern fliegen kann. Also, dass man so einen Huhn dann irgendwo runterholt und dass man mit dem dann ein Stück fliegen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Twilight Princess war das auch so und allgemein bei den Zelda-Spielen, dass man halt die Hühner nehmen konnte. Es hat auf jeden Fall Angst vor mir, aber es springt da leider nicht runter. Das ist äußerst bedauerlich. War praktisch, wenn es da runter springen würde, dann könnte ich es mir greifen und zu der Schatztruhe fliegen. Oder ich kann das einfach noch nicht so... Ich kann es auch nicht locken, oder? Hab ich irgendwas? Nicht wirklich was, was ein Huhn vermutlich essen wollte. Puh, ja, dann müssen wir die Schatztruhe erstmal stehen lassen. Ich wüsste ab nämlich jetzt auch, also ich... denke, man muss mit dem Huhn dann da hoch, aber man bräuchte halt irgendwas, mit dem man das Huhn zu sich locken kann oder da runterschmeißen kann. Und sowas habe ich gerade, glaube ich, beides nicht. In die Luft jagen ist wahrscheinlich auch nicht die beste Idee, die ich gehabt habe, jemals. Okay. Planänderung. Okay. Wir holen uns nochmal neue... Okay. Ich glaube, ich weiß schon, wie das funktioniert. Ich glaube, man muss erst die Bombe holen, dann die hinlegen, das Ding betätigen mit der Bombe darüber. Ich glaube, das reicht nicht, die Zeit, da um darüber zu laufen. Whatever, das machen wir im nächsten Part. Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit mehr. Also, ich würde sagen, im nächsten Part, wir sehen uns wieder. Adios!